Widder, was dein Gegenüber wirklich von dir denkt, was deine Liebe wirklich von dir denkt. Lies dir die Infobox durch All Entertainment Purposes Only, Crosswatcher Reverse Energies as it applies und wir blicken jetzt ein bisschen tiefer rein in die Materie, du und deine Liebe. Okay, was denkt dein Gegenüber wirklich von dir? Oh mein Gott. Was denkt er sie? Ich kenne ehrlich gesagt gar nicht die deutschen Pronomen für Non-Binary, they, them. Okay, dein Gegenüber. So, let's see. Du, deine Liebe, geteilte Energie und eine Glückskarte. Check die Infobox ab, every day. Every day. Every day. Okay. Liebe. 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 Die Liebe zwischen euch. Sieben Kelche. Ist dieser Mensch wirklich dein Mensch oder denkst du das nur? Ist es vielleicht nur eine Fantasie von dir? Wieder Kollektivfrequenz jetzt. Okay. König der Stäbe. Okay, du bist am Start. Am Start mit deiner Energie, dass du in Kontrolle bist. Prinz der Kelche. Und du hast ganz viel Feuer. Und du möchtest, dass es ganz leicht eine Öffnung bekommt, zu einer Öffnung kommt. Die Sonne. Königin der Kelche. 10 Stäbe. Ich sehe hier schon jetzt aktuell, dass auf eine Art ganz, ganz viel Druck gerade besteht. Ihr seid beide tiefe Fühler und hier wird, glaube ich, von irgendjemandem etwas erwartet. Oder es werden so voreilige Schlüsse mit etwas gezogen oder es wurden voreilige Schlüsse mit etwas gezogen. Acht Schwerter. 8 Schwerter. Okay. Geteilte Energie. 7 Schwerter. Es scheint eine Sache zu geben, die ihr noch nicht offen kommuniziert habt und es scheint wichtig zu sein. Du möchtest, dass sich das verändert. Du möchtest die Tendenz mit Leichtigkeit und Offenheit und wieder Freude und einfach sich wieder, dass ihr euch zusammen gut fühlt. Und dieser Mensch scheint gerade auf eine Art ganz viel Ballast in sich zu tragen, scheint aber auch irgendwie nicht den Schlüssel zu haben, um diese Situation gerade zu verändern, okay? Prinz der Stäbe. Die Feuerenergie, die aktiv geht und dann du. Okay, du scheinst hier den Schlüssel für etwas zu haben, lieber Widder. Liebe Widder. Was ist die Überblicksenergie? Die Prinzessin der Schwerter. Um schnell in die Aktion zu gehen. Okay, für dich sehe ich hier viel Aktivität. Viel Aktivität und dein Öffnen, okay? Dein Öffnen. Viel Ballast auf der Seite dieses Menschen, viel Druck, viel Anspannung, viel Angst, etwas, was abgenommen werden kann, etwas, was du in Angriff nimmst, etwas, das du startest, etwas, was auf das du dich hier neu verlassen kannst und darfst, etwas aus der Vergangenheit, etwas, was vielleicht versucht wurde zu verstehen, was nicht verstanden werden konnte, etwas, womit vielleicht noch gezögert wurde, etwas, das nicht geteilt wurde, was vielleicht besser gewesen wäre zu teilen und dann hier die neue Möglichkeit, etwas neu anzugehen. Okay, wir klären mal die Karten. 9 hier. Etwas wird beobachtet. Die Grenzen, der Neubeginn. Okay, macht man's oder macht man's nicht? Neue Erfahrung für euch beide mit Leichtigkeit. Okay, vielleicht auch eine Dynamik, die sich hier verändert. Deine Energie, die sich hier durchzieht.
Vielleicht auch sehen, wann etwas zu Ende ist, wirklich. Im Überblick. Überblicksenergie für Widder und Widders Menschen. Was denkt deine Liebe wirklich über dich? Was denkt deine Liebe? So, Prinzessin der Schwerter. Irgendetwas, was hier beobachtet wird, den Blick über etwas haben, etwas, das gestartet werden will. Eine sehr, sehr leichte Energie, eine sehr, sehr frische Energie. Vielleicht geht es darum, einen Schritt zu wagen, vielleicht geht es darum, einen Schritt zurückzugehen, einen Gang zurückzuschalten, ein neues Tempo einzubringen, ein neues Tempo einzubringen, etwas richtig zu sehen, Hilfe anbieten. Okay. Prinzessin der Schwerter für Widder. Widder Kollektivfrequenz. Okay. Prinzessin der Schwerter. Königin der Stäbe. Fünf Stäbe. Diese Feuerkraft. Diese Feuerkraft mit den vielen Menschen. Mit den vielen Menschen. Okay. Es kommt gerade stark durch. Als hättest du Widder. Reverse Energies as it applies at Crosswatcher. Crosswatcher. als hättest du Widder vielleicht gerade mehrere Menschen ein bisschen am Start, okay? Und dieser Mensch bekommt das mit. Hier ist der Wunsch nach zusammen, nur zusammen in die Zukunft zu schreiten, okay? Du gehst das Ganze eher leicht an. Dieser Mensch, ich sehe hier gerade Druck auf diesen Menschen. Weil noch andere Parteien am Start sind und jemand, der mehr Aufmerksamkeit möchte. Etwas, was nur beobachtet wird, wo nicht viel gemacht wird. Auch so ein bisschen, dass sich vielleicht jemand anders um etwas kümmert. Dass sich, guck mal hier, 10-10, nocken sich aus. Prinz der Kelche. Was du. Irgendetwas, was du gelernt hast und was du jetzt anwenden darfst. Irgendetwas, das du gelernt hast und was du jetzt anwenden darfst, okay? Anfangspunkt auch ganz viel damit. Du hast die Kontrolle. Guck mal, da sind wieder die 7 Kelche. Königin der Kelche. Rausgefallen. Für manche aus dem Widder-Kollektiv stellt dieser Mensch ganz einfach, glaube ich, keine wirkliche, realistische Option in der Liebe dar. Auch wenn hier die Königin der Kelche ist. Die Königin der Kelche in Verbundenheit mit den 10 Stäben. Und dann mit den 8 Schwertern ist auch ein bisschen zurückgespiegelt auf den Druck, den du hast, die Freude, die du spürst, aber dass das Ganze nur einseitig ist. Und dann hier in der Überblicksenergie, 7 Schwerter privat, das ist auch so dieses, man weiß nicht wirklich, was abgeht. Dann deine feurige Energie in der Aktivität, dieses, dass du vielleicht auch gerade viel machst. Und dann du in der wieder einzeln hier. Einzeln gespiegelt. Also vielleicht für manche Widder haben gerade mehrere Optionen, vieles, das abgeht und dieser eine Mensch ist nicht das, was du möchtest, dass dieser Mensch ist. 7 Kelche, hier wieder mit dem Druck. Eine Option in der Liebe. Frage ist jetzt auch, wie investiert, wie entschlossen. Wie klar. Eure Herzen wirklich füreinander sind. Wie weit ihr euch wirklich füreinander entschieden habt. Vieles, was einfach so abläuft, jemand, der die Kontrolle halten möchte, und auch so dieses, man möchte mitfließen, aber wie? Okay. So, im Überblick, okay? Das ganze Feuer. Wie viel haben wir denn jetzt hier Feuer in der Wahl, die Sache noch zu beobachten? 5, 10, 16, 7, 7. Die Grenze, die vielleicht. Für manche ist aus dem Widder-Kollektiv ist es wirklich so. Okay, wir klären die Karten. Wir klären die Karten, dann geht's weiter. So, der Magier, okay. So, der König der Stäbe für Widder. Der König der Stäbe für Widder. König der Stäbe für Widder. Was sagt der König der Stäbe hier?
Widder hat hier ganz, möchte ganz klar die Macht über etwas haben, die Kontrolle über etwas haben. Widder möchte etwas verstehen. Oh. Der Turm. Vielleicht geht Widder gerade einem Turm aus dem Weg. Okay, Ass der Stäbe. So, der König der Stäbe bitte für Widder jetzt hier. Der König der Stäbe für Widder. 8 Stäbe, 9 Schwerter. Zehn, unter Mond. Unter Mond. 8, 9, 10, unter Mond. Drei verschiedene Ebenen. Drei verschiedene Ebenen unter Mond. Drei verschiedene Ebenen unter Mond. 8 entschlossen, 9 unabhängig, 10 Zusammenhalt. Unter Mond. Du alleine. Wie du vielleicht etwas möchtest, deine ganze Energie in etwas packst, mit dem Wunsch, der Ungewissheit noch mehr zu vertrauen. Was sagt der Ritter der Kirche hier? Guck mal, hier ist der Turm wieder. Mit der Wahrheit, mit der Balance, mit der Veränderung, die gerade stattfindet und mit deinem Wunsch, den Wunsch zu neu zu realisieren. Ass der Schwerter, eine Wahrheit, die auf dich wartet, vielleicht auch erkannt zu werden, in der Dynamik, in der du gerade bist. Vielleicht, was dein Herz wirklich möchte, was du dir erträumst. Ehrlich, das ist jetzt viel Ehrlichkeit, die rüberkommt, in den Aspekten mit, was du wirklich möchtest. Was du wirklich möchtest und dass es neu durchfließt. Und ein neues Bewusstsein, was sich auch findet auf einer Ebene. Dadurch, dass du hier etwas realisierst, wie du bisher etwas angegangen bist. In einem gewissen Maße auch weiter so und ab einem bestimmten Punkt dann etwas, das verharrt ist. Und das ist nur im Zusammenhang mit diesen Menschen. Und dann neu checken wirklich. Dass da, wo du dachtest, dass es stark miteinander verbunden ist, muss so sein, das muss nicht so sein. Hier kann sich noch gelöst werden von etwas. Und auf was Neues eingelassen werden. Vielleicht auch neu den Stern entdecken. Zweimal Wassermann-Energie. Eine Richtung auswählen und dann in diese Richtung wirklich entschlossen gehen. Mit den 7 Kelchen, die ich auch vorhin direkt gesehen habe und dann auf diesen Menschen bezogen, ist es auch so, okay, was möchtest du gerade wirklich? Was möchte dein Herz gerade wirklich? Was sind gerade wirklich die Fakten? Und es ist jetzt wirklich Zeit, sich für einen Weg, für einen Menschen, wenn es das ist, was du möchtest, richtig zu entscheiden und dann mit Entschlossenheit darauf zu vertrauen und dann diesen Weg auch zu gehen und auch auf dieses Ungewisse dann ein bisschen, das ist viel loslassen und neu den Fokus setzen und vielleicht auch hier auf eine Art, es ist auch ein bisschen so gegenwärtig, vielleicht noch auf jemanden zugehen und mit den 10 Stäben hier in der Liebe als Basiskönigin der Kirche, Ritter der Kirche, gegenwartsorientiert für dich, sehe ich, dass hier mit Leichtigkeit ein Schritt gemacht werden darf in deine Wunschzukunft, wenn du das möchtest, aber dass es jetzt auch viel in Verbindung ist, mit Loslassen von Wegen, die du in der Vergangenheit gegangen bist und mit Leichtigkeit und mit mehr Liebe und Gefühl etwas neu angehen. Also leichter. 6, 5, guck mal, 5, 6, 7 ist hier. Also ganz viele Schritte, die neu verstanden werden. Okay, die Sonne für Widder. Zukunftsorientiert, die Sonne für Widder. Was zeigt die? Die Sonne, die, das, Kinder, 7, 7. In der geteilten Energie. Okay, in der Vergangenheit hast du etwas zurückgehalten. Du hast etwas zurückgehalten aus Angst, aus Planung mit dem König der Stäbe, weil du wolltest, dass ein bestimmter Weg funktioniert. Und das ist jetzt höchstwahrscheinlich für manche, nicht für alle aus dem Widder-Kollektiv, dieser Turmmoment, wo etwas, was versucht wurde zu planen, dass das losgelassen wird und dass etwas neu komplett fließen gelassen wird. Also, dass vielleicht der Stöpsel gezogen wird, dass etwas fließt. Okay, für die Sonne mit den schnell in die Aktion, die Luftenergie. Die Luftenergie, wie etwas verstanden wird, entschlossen in der Umwandlung, in der Umsetzung.
Okay, noch eine für hier wie Sonne, wieder Kollektiv. Mut, Mut fassen. Okay, das ist jetzt da ziemlich offensichtlich. Mit etwas, wo du vielleicht in der Vergangenheit einen Schritt, den du nicht gegangen bist, neu deine Energie darin sehen und jetzt auch einen Zyklus eventuell beenden, der in der Vergangenheit nicht beendet wurde, weil etwas noch zurückgehalten wurde. Etwas, das noch unterm Mond war, weil du die Kontrolle nicht verlieren wolltest. Also, dass du die Kontrolle behalten wolltest. Die Königin der Kirche, okay. Die Königin der Kirche hierfür wieder. Fünf Schwerter. Okay. Dieser Mensch mit diesem großen Herzen und vielen, vielen Zweifeln. Viele Zweifel. Okay. Königin der Kirche. Königin der Kirche für diesen Menschen. Rat des Schicksals. Okay. Noch einen in diese Richtung für Königin der Kelche. Oh, Herrscherin Energie. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Auf die Königin der Kelche. Tiefes Gefühl zwischen euch. Ihr seht beide, dass du bis zu einem gewissen Grad die ganz viel in der Hand gehabt hast. Und an manchen Punkten bist du die Schritte nicht gegangen, wo vielleicht erwartet wurde, dass Schritte gegangen werden. Das hat diesen Menschen dazu gebracht, dass dieser Mensch auch in die Zweifeleinstellung gekommen ist. Ein bisschen an der Verbindung gezweifelt hat. Jetzt sehe ich ganz viel Ballast auf diesen Menschen. Dieser Mensch, der auch neu in seine Energie findet, ins Vertrauen auch neu findet. Gegenwartsorientiert die 10 Stäbe. Gerechtigkeit. Die Schwerte-Energie verbindend auch hier im Überblick mit der Beobachtung in der neuen Erfahrung, in der ihr seid. Was denkt dein Gegenüber wirklich über dich, Königin der Kelche? Zweifelt daran, kann es funktionieren oder kann es nicht funktionieren? Jetzt kannst du hier auch ein bisschen die Herrscherin sein in diesem Blickwinkel. Okay, 10 Stäbe für Ass der Münzen. Dieser Mensch scheint hier sehr viel gerade zu tragen, zu schleppen, auf den Schultern zu haben. Etwas anderes vielleicht auch noch gerade einfach zu machen. Vielleicht stehen diese 10 Stäbe für eine andere Sache außerhalb von dir, mit der dieser Mensch gerade beschäftigt ist und sich mit dieser Sache, sich dieser Mensch befasst. Und dann hier Gerechtigkeit, Ass der Münzen, dieses Wissen, dieses Vertrauen, diese Vorahnung, dass etwas kommt, dass ein neuer Abschluss stattfindet, dass etwas passiert, Zusammenführung. Warte. Für wir das Liebe, wir das Gegenüber auf die 10 Stäbe mit der Gerechtigkeit und mit dem Ass der Münzen. Eine bitte noch. Die 3 Münzen, die 4 Münzen, weil ihr auch noch klar an etwas festgehalten wird. Anscheinend ihr beide. Anscheinend ihr beide. Vertrauen ist so halbwegs da. Vertrauen ist so halbwegs da. Okay. Dieser Mensch sieht, dass ihr sieht den Vorteil in dir. Und es scheint mit den 10 Stäben diesen Menschen schwierig zu fallen, mit etwas auf dich zuzukommen, richtig? Ich glaube, das ist es auch mit dem Aspekt von dem Hilfe anbieten, was ich vorhin gesehen habe. Und es scheint diesen Menschen vielleicht schwierig auch zu sein, hier mit der Kontrolle die abzugeben. Okay, für die 8 Schwerter, was wird nicht gesehen? Was wird nicht gesehen? Die 6 Kelche. Okay, 6 Kelche machen es nicht einfacher. Ass der Kelche, 7 Kelche. Da kommen wir zurück zu diesem Traum und dem Wunsch und der Realität. Ist es umsetzbar? 8 Kelche. Damn. 4 Stäbe. Königin der Schwerter. König der Schwerter hier. Okay. Entweder ihr seid gerade beide wirklich an komplett verschiedenen Punkten in eurem Leben. Oder jemand ist gerade räumlich wirklich gerade ganz woanders. Okay, das ist gerade ein bisschen eins war energetisch gesehen, eins ist gerade jetzt wirklich so geografisch gesehen mäßig. Die Verbindung scheint diesen Menschen im Kopf zu sein. Im Kopf. Diese Verbindung ist diesen Menschen im Kopf.
Allerdings ist dieser Mensch vom Herzen auf eine Art schon weg von dir. Gleichzeitig sieht dich dieser Mensch noch im Kopf. Aber emotional ist dieser Mensch nicht mehr an dich gebunden. Also hier ist keine Verbindung mehr richtig. Deswegen auch gegenwartsorientiert die drei Münzen. Jetzt verstehe ich es noch ein bisschen besser. Die Verbindung wird gesehen. In der Vergangenheit wurde realisiert vielleicht, oder man denkt, dass etwas, vielleicht ist es auch verbunden mit Schmerz, etwas, was nicht passiert ist, etwas, was passiert ist. Man denkt zukunftsorientiert, dass es nicht klappt, deswegen hat sich dieser Mensch auch schon emotional abgekapselt, sieht gleichzeitig noch den Vorteil in der Verbindung, wie das Ganze gehalten wird, ist aber emotional schon weg. Mit den 8 Kelchen, mit dem ganzen Wasser hier ist es auch so eine Frage. Mit den 7 Schwertern, nämlich auch hier. Wir haben zweimal Aspekte von sieben Schwertern. Wo diese Reise jetzt hingeht, dieser Weg. Wo dieser Weg hingeht und inwieweit das jetzt noch so für den Menschen funktioniert. Weil hier offensichtlich etwas am Laufen ist. In der geteilten Energie bin ich ja jetzt mal gespannt, diese 7 Schwerter zu klären. Was zeigen die 7 Schwerter hier? Also was ist so... Was ist das, was versucht wurde zu... Was ist das, was geplant wurde? Was ist das, was geplant wurde? Was ist das, was logisch verstanden werden wollte? Was ist das, wo man sich unentschlossen war? Was ist das, womit man sich nicht beschäftigt hat? Was ist diese Sache, der man aus dem Weg gegangen ist? Und ich glaube, es ist noch viel mehr diese Sache, der man aus dem Weg gegangen ist. Und es kann... Für dich, Widder, kann es ein bisschen so sein, dass eine Sache, die du gefühlt hast und die Macht, in der du warst, dass du deine Macht vielleicht nicht richtig genutzt hast und dass hier vielleicht irgendetwas misskommuniziert wurde, dass irgendetwas nicht kommuniziert wurde mit dem Mond, deine Absichten, die nicht geklärt wurden und dann die diese Menschen in Zweifel gebracht haben. Dieser Mensch hat sich dann von dir abgekapselt, hat gesehen, okay, ich funktioniere auch ohne dich. Und jetzt dieses, das, was gerade besteht, etwas von dem, was losgelassen wird, für dich ist es auch ein Prozess, der in dir erstmal stattfindet, dass du neu die Veränderung wahrnimmst, neu deinen Wunsch wahrnimmst in der Verbindung und für diesen Menschen irgendwie der Ballast, der getragen wird, weil das ist jetzt irgendwie auch stark im Zusammenhang damit, worin man noch richtig viel denkt, aber wovon man vom Herzen irgendwie schon so das Herz, was so verschlossen ist auf eine Art, man hat sich dazu entschlossen, okay, ich lasse das nicht mehr an mein Herz ran, auch mit der Königin der Kelche, ihr Kelch ist zu, der möchte nicht mehr geteilt werden. Und dann aber, man fühlt auf eine Art noch die Liebe, gleichzeitig möchte man das nicht sehen mit den 8 Schwertern und dann, ich bin ganz entschlossen, dass ich jetzt in eine andere Richtung gehe, oberflächlich halte ich aber immer noch die Verbindung, weil es mir irgendeinen Vorteil trotzdem gibt. Also hier ist immer noch so dieses, ja, kann ich auch nicht richtig in Worte fassen. Hier sind aber wieder die drei, Schwerter und die sehen wir hier schon für diesen Menschen, also den Schmerz, Körper, Geist, Seele, wie alles auf einen Punkt kommt mit dir zusammen. 5 Schwerter und mit den 8 Schwertern. Das ist auch schwierig, mit der Hohepriesterin diesen Zustand richtig so für sich selbst zu akzeptieren. 5 Schwerter ist nämlich ganz viel, was man sich selbst so kaputt macht. Durch die Einstellung. So. Also viele Schwerteraspekte. Ja. Okay. So, also die 7 Schwerter hier für das. 7 Schwerter. Sieben Schwerter. Was wurde auf den Weg gegangen? Was ist jetzt wichtig für diese Liebe? Was ist wichtig für diese Liebe? Die 10 Schwerter, das Ende. Wichtig für diese Liebe im Gefühl. Die 6 Kelche. Fünf Schwerter. Da, oh, das ist jetzt ein richtig klarer Fall. Guck mal, hier wieder. Ritter der Stäbe, Ritter der Stäbe. Das ist ein richtig klarer Fall von, so ein bisschen auch mit dem König der Stäbe, das ist ein bisschen Dickköpfigkeit. Und das ist Dickköpfigkeit, sehr ähnlich sein, etwas vom anderen erwarten, etwas, was man nicht gemacht hat, wo jetzt aber die Möglichkeit hat, wie gesagt, besteht, mit dieser neuen Sache in der Entschlossenheit etwas zu erkennen. In der Doppelung auch mit dem Feuer und mit dem Wasser, mit dem Gefühl, dass es wirklich da ist, die Energie, die da ist, wie es mich im Kopf beschäftigt und dann, was ich mache, um das, was mich wirklich beschäftigt, um es auch irgendwie halt umzusetzen, zu erfahren. Also die Richtung, in die ich gehe, weil ich es möchte. Also das, was du willst, was du wirklich dafür tust, dass du es kriegst und nicht das, was du nur erwartest. Dann das Ende und dann in der Verbindung, so dieses.
der Wunsch danach und dann hat man diese ganze Energie, zweimal Ritter der Stäbe auch, man hatte die Energie schon, man hat nichts mit der Energie angefangen. Zu was hat es geführt? Zu Stress im Kopf, den ihr beide zeigt. Und dann 6-6 doppelt, Ritter der Stäbe. Mit dieser Energie, mit den Impulsen, die auch positiv gestimmt sind. Also dann, das ist aber auch dieser, dass es erkannt wird, dass es so, dass die Intention, dass es aus dem Herzen kommt, die Liebe in der Verbindung, dass du es selbst neu siehst, dass dieser Mensch es neu sieht und dann diese Energie zulassen, dass diese Energie fließt. 5 Schwerter, 10 Schwerter, auch die Halbierung, der Schmerz, der besteht durch die Trennung. Kaputt. Kaputt machen Energie. Angst, etwas kaputt zu machen, Angst, dass etwas nicht funktioniert. Die Vergangenheit. Okay, gegenwartsorientiert, das ist ja jetzt wichtig. Der Ritter der Stäbe, so die Energie. Die Energie, die wir auch schon in der Vergangenheit mal hatten, die allgegenwärtig präsent zu sein scheint im Gefühl. Tendenz auch für die Zukunft, die Wiederholung. 6 Kelche hier, 7 Schwerter hier für euch beide. Okay, Prinz der Stäbe. Für den Prinz der Stäbe, ja, are you fucking kidding me not? Der Prinz der Stäbe, das meine ich, weil ihr beide, der Turm hier, und der Turm scheint für dich erstmal einzuschlagen. Dieser Mensch mit der Herrscherin-Energie, wenn wir die Herrscherin zurückpacken auf diesen Menschen mit der Königin der Kelche, das ist auch diese Energie. Ich weiß genau, was ich will, ich funktioniere auch alleine und ich habe mich jetzt dazu entschlossen und so dieses, okay. Es funktioniert jetzt so und ich gehe jetzt erstmal diesen Weg. Deswegen meine ich auch, okay, wie lange kann das noch so gehen und wo geht es hin? Aber erstmal scheint es zu funktionieren. Für dich scheint es gegenwärtig ein größeres Thema zu sein in der Harmonie, die gerade besteht, in der Balance, die gerade besteht, 3 Münzen, 6 Münzen, die gerade besteht, neu zu sehen, was du wirklich willst aus dem Mond heraus, 8, 9, 10. Das ist sehr offensichtlich, was der König der Stäbe hier eigentlich möchte. Mit der Energie, die da ist, wo die hingelenkt wird, was der Kopf, was der für einen Stress macht und dann, was man alles fühlt. Also für dich, dass der Turm einschlägt, gegenwärtig etwas zu sehen mit der Energie, die du hast, dass die neu geleitet wird. Auch für euch beide, klar. Aber hier scheint irgendwie auf dieser Seite, auf den Aspekt noch mehr so hier der Ballast, der getragen wird. Das ist auch irgendwie so eine, so okay, es ist anstrengend, aber es ist nicht unmöglich. So. Auf den Ritter der Stäbe hier, zweimal Ritter der Stäbe für diese beiden. Ach, lol. So, die Königin der Kelche nochmal, die 3 Münzen nochmal, dann das Universum und dann die 7 Münzen. Okay, dieser Mensch in Bezug auf dich, was denkt dein Gegenüber, deine Liebe wirklich über dich, scheint gerade einen Zyklus durchzumachen, in dem dieser Mensch lernt, wie selbstständig neue Sachen ins Rollen gebracht werden und wie die Energie nun für diesen Menschen geleitet wird, vom Herzen heraus. Ein neuer Zyklus, der bevorsteht, aber auch so dieses mit den 8 Kelchen und mit den 8 Schwertern, das habe ich auch ein bisschen gemeint. Dieser Mensch, für diesen Menschen, du scheinst dir ein bisschen weiter schon zu sein. Mit dem Punkt, dieser Mensch durchläuft gerade noch diesen Weltzyklus, neu in dieser Energie zu sehen, selbstständig, wie etwas funktioniert. Und dann wird aber ein bisschen auch noch so der Blitz einschlagen und dieser Mensch wird auch an diesen Punkt kommen, wo dann keine Veränderung mehr stattfindet mit der Energie, wie die Energie gelenkt wird. Gerade scheint es aber noch gegenwärtig für diesen Menschen gut zu funktionieren, wie die Energie noch gelenkt wird. Jetzt ist ein bisschen die Frage aber. Ja, genau. Also auf die Frage, ne, was denkt dein Gegenüber momentan über dich? Für dein Gegenüber scheint es gerade mehr oder weniger oberflächlich gut zu flowen. So. Okay. Der Herrscher, so wieder, das bist du. Okay? Der Herrscher bist du. Geteilte Energie. Warum zeigst du dich hier in der geteilten Energie? Möchtest du in die Aktion gehen mit deiner Ritter der Stäbe-Energie? Möchtest du etwas starten hier? Hältst du dich zurück? Was machst du mit dem Stern, mit dem Wunsch, den du erkannt hast? Hier wieder diese Entschlossenheit. Hier 8 Münzen, 2 Münzen. Das Hin und Her, 10 Kelche für das, was du willst. Also, was macht der Herrscher hier? Was zeigt der Herrscher hier? Über die Kontrolle, über die Verbindung, über den Sitz. So, der Herrscher für Widder. Denner. Prinzessin der Stäbe. Bube der Stäbe ist schon hier, also für dich. Du, zukunftsorientiert.
Sehe ich auch gerade ein bisschen als eine Wiedergutmachung aus der Energie von hier. 7, 7. Der Narr, der Herrscher, der sich öffnet, Neutralität, die einfließt, gemeinsame Energie, geteilte Energie der Herrscher, die Macht, Neutralität in den Polen. Okay, der Herrscher, Skorpionenergie umgedreht, der Tod. Okay, zweimal Marsenergie, auf das Feuer hier in der geteilten Energie. Das ist es nämlich auch mit der geteilten Energie, mit dem Page, mit dem Ritter der Stäbe. Hier ist sehr, sehr viel Energie im Umlauf für euch beide. Wie gesagt, dieser Mensch handhabt das bisschen anders. Dir scheint es noch ein bisschen mehr Stress zu bereiten, okay? Das ist Druck. Vielleicht hat dieser Mensch auch Stier-Placements. Venus-Herrscherin hier. Weil dann kann dieser Mensch das, okay, so einfach auch diese Fähigkeit, ich fühle das, aber ich lasse mich davon nicht beeinflussen. Und du scheinst hier ein bisschen mehr beeinflusst davon zu sein, von dem, was du fühlst, okay? Deswegen hier auch diese Energie, diese Marsenergie, die nicht genutzt wird, mit der Feuerenergie. All das, was man sieht, das, was man fühlt mit den 7 Kelchen, das, was nicht so umgesetzt wird mäßig. Der Tod. Der Tod und der Narr. Die 2 Karten, die ich eigentlich gerne zusammensehe. Weil das gibt mir ein bisschen auch diese Phönix aus der Asche-Energie, dieses, okay. Eine Transformation findet statt. Und was hat man Schöneres? Also was die Nahenergie, die letzte Karte, die erste Karte, die Karte, die undefinierbar ist, so in Zahlen, die Null ist ja nicht mal eine Zahl irgendwie. So ganz viel frei, ganz viel frei, ganz viel möglich, okay? Ganz viel frei und ganz viel möglich. Hier aber auch sehe ich in Verbindung mit dem Turm das Loslassen von etwas. Vielleicht von der Kontrolle, vielleicht von der Macht. 9 Münzen hier, das Alleinesein, die Unabhängigkeit, wie etwas angegangen wird. Und hier haben wir es auch schon direkt. Die 10 Stäbe, die Unterdrückung. Das ist in Verbindung. So, das muss erstmal passieren. Ich sehe hier für dich wieder Leichtigkeit mit der Nahenergie, in die du treten darfst, die du in diese Energie, die du ganz neu fühlst mit dem Fluss der Impulse und dem Erkennen, dem Zeitpunkt für dich, auch hier mit diesem Menschen bezogen. Und dann aber etwas, hier 10 Stäbe auf diesen Menschen, was irgendwie noch gerade so ein bisschen unter Bauarbeiten ist. Irgendwas, was noch unter Bauarbeiten ist, irgendwas, was sich hier gerade noch entwickelt, irgendetwas, wo auch noch Zeit mit einfließt, eine Möglichkeit, die genutzt wird, die nicht genutzt wird. Tod. Etwas, was abgewartet wird, etwas, was du erkennst. Ja. Okay, wir ziehen hierauf jetzt. Verzeihung. Eine heilende Energie. Eine heilende Energie. Für die Liebe, für dich, fürs große Ganze. Eine heilende Energie in der Liebe. Widder Kollektivfrequenz jetzt. Check die Infobox ab. Every day. Okay. Mit Liebe. So, heilende Energie. Zyklen. Das ist auch diese Zyklen hier. 7, oh, das hat mich gerade gehittet mit Gänsehaut. Uff, uff, uff. Das, was sich immer wieder wiederholt. Okay, was lernt man wirklich aus dieser Sache? Hier ist eine große, große Lernaufgabe mit verbunden, mit der Zykluskarte jetzt. Eine große, große Lernaufgabe. Auch der Zyklus, in dem du gerade aktuell bist. Deinen Wunsch zu erkennen, dein Feuer zu erkennen, die Macht, die abgegeben wird, das Eigentliche in der Liebe, was funktioniert, was nicht funktioniert. Zyklus, Zyklus, neue Kommunikation aus dem Herzen heraus, mit Vertrauen neu für die Basis für euch beide. Oder alleine. Okay. Dankeschön für deine Zeit. Wir sehen uns. Bestimmt.